So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Hallöle. Jups. Wir wollen ja gleich mal gucken wegen dem Anhänger, ne? Das hatten wir gestern gesagt. Aber ich meine jetzt erstmal das Feld fertig. Ja, ich möchte jetzt nicht hier die ganze Zeit hin und her springen und dann so, ach ja, jetzt müssen wir das Feld machen. Nee, das machen wir jetzt erstmal als erstes. Und dann müssen wir uns wieder um Ballen kümmern, da können wir auch wieder ein bisschen Geld mitmachen. Genau. Na, ich komme gleich schön mit der Ballenpresse ran. Ach, sehr schön. Ich weiß ja nicht, wie weit er da hinten ist. Sehr, sehr geil. Gerne echt Tiere immer langsam haben, aber ja, dazu brauchen wir viel, viel mehr Geld und das kriegen wir nicht hin, solange wir diesen Kredit haben. Das ist echt schade. Dieser Start erst in Südamerika, das hat uns finanziell so ein bisschen das Genick gebrochen. Aber gut, okay, da kommen wir auch wieder raus. Zusammenklappen. Ich lasse den mal hier stehen, also den brauchen wir im Moment nirgendwo anders. Genau. Sehr gut. Also sieht cool aus, ne? Mit diesen riesigen Reifen da hinten dran. Sehr, sehr geil. Genau, hier lang. Nee. Ja doch, ich muss zum Silo. Ich weiß gerade unbedingt so, hä, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ja. So. Ganz kurz überlegt. Aber auch nur ganz kurz. Naja, vielleicht ein Ticken länger. Ja, manchmal kann das sein, ne? Dass man ein bisschen länger überlegt. Also die Lösung für unsere Probleme wäre ja, wenn wir alle Smaragdstücke hier finden würden. Dann hätten wir auf jeden Fall ausgesorgt, beziehungsweise könnten wir damit den Kredit zurückzahlen und bei den ganzen Sachen, die monatlich allgemein Geld generieren, wie zum Beispiel die Solar- und Windkraftanlagen, hätten wir dann auch ein regelmäßiges Einkommen und würden nach und nach unser Geld vermehren, um zum Beispiel irgendwas Tolles zu kaufen. Ja, noch mehr tolle Maschinen und so weiter. Aber ich finde es noch sehr heftig, diese ganzen Smaragde zu suchen, vor allen Dingen, da wir die meisten normalen Versteckplätze, also irgendwo an Rändern oder in Städten, ja eigentlich auch schon abgegrast haben. So. Gut. Das hier, genau, wir müssen verkaufen. Ah, ist okay. Ja, ist in Ordnung. Achso, halt, wir waren ja schon bei Bankapplikationen. Ah, das da unten haben wir fast zurückgezahlt. Zurück. Wir müssten dann auch mal gucken wegen Viehzeugs, wie es damit aussieht. Genau, gucken wir mal wegen den, ja, also wegen unseren Viechern, ne, was hier Hühner und Hasen angeht und auf jeden Fall bei den Gewächshäusern. Wobei ich glaube, die Gewächshäuser hatten wir erst. Aber ja, wir gucken einfach mal. Also wir fahren jetzt den Traktor so zurück. Ich habe echt so ein bisschen mehr Geld übrig gelassen. Klar, ich hätte jetzt noch was zurückzahlen können, aber ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr übrig gelassen wegen unserem Helfershelfer, dass wir dem sonst gleich sagen können, ey du,
düngt und beziehungsweise streu mal Saatgut aus. Ja, genau. Muss die Tages überlegen, dass ich früher bei diesen Traktoren immer, dass man so dieses typische Tuckergeräusch vom Traktor so gehört hat. Und wenn ich jetzt also aktuelle Traktoren höre, ja, also so also aktuelle Modelle, dann fehlt dieses typische Traktorgeräusch da. Also die hören sich jetzt, weiß nicht, ja, wie irgendwelche großen Maschinen, aber nicht mehr wie so ein Traktor von früher. Ne? Das finde ich eigentlich echt schade. Ja, das ist wirklich schade. Fragt man sich auch, ne? Warum? Warum wurde das geändert? Aber gut, es wird ja ständig immer irgendwas geändert. Okay. Ich nehme eigentlich das Auto. Wir gucken mal so hier hinten hin. Ich glaube, die sind noch... Ne, oder? Doch, die sind... Ja, haha, wir können mit Geld machen. Juhu! Und wie sieht es hier drüben aus mit den... Ja, ein bisschen was. Okay, irgendwas fiel mir jetzt noch gerade ein, bevor ich hier... Also als ich hier so still stand eben und so leise war, da fiel mir gerade irgendwas ein, wo ich gerade überlegt hatte, ja Mensch, das müssten wir auch noch machen, aber jetzt ist es weg. Toll! Ach, scheiße! Entschuldigung. Sowas nervt. Was war das denn? Was wollte ich machen? So, wir nehmen 1000 ein. Das heißt, ne, wir sehen es, wir haben jetzt 2377. Genau. Genau 500. Also wir haben 500 Gewinn gemacht. Arbeiter hat auf Flügen wurde zurückgezahlt. Okay. 9%. Oh, die Hühner sind alt. Oh, da müssen wir aber neue nachlegen. Ah, denn die alten Hühner legen nämlich keine Eier mehr. Ich will aber eigentlich Hühner kaufen. Also gut, hier ist glaube ich alles... Ne, hier sind auch die Hühner alt. Naja, siehst du da. Ich glaube, wir haben sie auch für 20 verkauft gerade, ne? Das kann dann wieder so ein bisschen dauern, ja. Hier sind ja noch so ein paar übrig. Die produzieren im Wesentlichen noch was. Mist. Ha. Naja. Wo ist jetzt mein Jeep? Ah, das steht, glaube ich, hier vorne, ne? Dann holen wir kurz die Eier und fahren die weg. Und ich frage mich immer noch. Na gut, das müssen wir noch ändern. Und dann müssen wir mit dem Traktor das einstellen, dass wir entsprechend das andere Gerät ranklöppeln. Ne? Das ist wichtig. Das waren immer 30, ne, die wir dabei hatten. Vielleicht haben wir diesmal ein paar mehr. 35, Ja, kann sein. Also auf jeden Fall ganz okay. Auch wenn das jetzt, ne, wir wissen ja,
echt kaum Geld bringt. Das war knapp. Also irgendwie nicht so mein Tag heute. Dich. Ups, Alter. Na, immerhin 2100, ne? Immerhin. Sparen wir das erstmal? Na, lassen wir es erstmal beiseite liegen, genau. Und hoffen wir da jetzt mal das Beste. Ich guck mal kurz zu dem anderen. Ich weiß nicht, ob ich hier hinten bei dem Gewächshaus alles verkauft hatte, als es bereit stand. Ja, wir haben alles verkauft. Wie weit ist man? Ist wie komisch. Feldfrüchte ändern. Ich würde mir gerne helfen können. Machen wir da. Warten. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich und müssen mal gucken, dass wir morgen dann entsprechend den Helfer beauftragen. Oder wir machen das selber und wir müssen mit der Ballenpresse so ein bisschen rumhotten. Und gut, es ist erst 8.22 Uhr an dem Tag. Das heißt, da bestehen noch gute Chancen, dass wir noch ein bisschen mehr Knete machen durch zum Beispiel die Gewächshäuser. Und vielleicht können wir dann doch nochmal so eine Windkraftanlage kaufen. Also gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Mr. Zocker.